Ich nehme mal an, der Teleporter führt mich irgendwie zu diesem Fragezeichen, zu dieser Fragezeichentür. Deswegen nehmen wir den noch einfach mal. Erstens liegt hier noch eine Vendor-Münze, was ich immer gut finde. Und du bringst mich zu... Wo bin ich? Floor 11. Okay, au. Au. Okay. Dankeschön. Also der bringt mich nur einmal hier hin, wo mich alles Mögliche beballern kann. Und einmal hier hin, wo ich flambiert werden soll. Aber keine Ahnung, wohin das führt. Das hier führt auf jeden Fall runter, aber ich sehe nirgendwo einen Schalter. Wissen Sie, ich übersehe mal wieder was ganz Offensichtliches. Die kaputtmachbare Wände. Aber hier sieht nicht wirklich was verdächtig aus. Nö. Kein Knopf, gar nichts. Kein Secret-Schalter. Nee. Erstmal auf die andere Seite kommen. Dann ein bisschen was töten. Lebenspunkte einsacken. So. Wow. Die Meute wollte ich eigentlich nicht anlocken, aber gut, kommt her, wenn ihr unbedingt herkommen wollt. Und jetzt will ich hier rein. Oh, hier ist ein Schalter. Der hat was gebracht. Außer, dass er den Weg da geöffnet hat, zurück. So. Naja, gut, eine Abkürzung zurück. Aber zurückgehen kann ich ja gar nicht. Ich kann nur hier entlang gehen. Ah, das ist jetzt unfair. Ihr könnt nur ganz kurz von vorne kommen und dann sterbt ihr. So, Vendor-Münze und Red Flame to deactivate. Hat's jetzt voll gebracht, oder? Ich meine, da waren wir schon. So, Anti-Mana-Ding. So, jetzt heizen wir hier mal wieder mit dem Brummkreisel durch. Das kann ja nicht sein. So. Gut. Mana verschwendet. Ist ja nicht so, als ob uns ständig diese Flaggen das Mana entziehen. Aber so heizen wir mal ordentlich dadurch. Okay, wir haben Floor 11 erreicht und sehen schon einen Haufen Gegner erst einmal. Durch die wir einfach mal durchrumkreiseln. So. Fernkämpfer weg. Nahkämpfer weg. So. Das nenne ich mal effektiv. Wow. Zielsuchende Geschosse, finde ich böse. Jetzt könnte ich Mana gebrauchen, um dem blöden Stacheldinger loszuwerden. Obwohl, das ging auch so ganz gut. So. 38er Combo. Und ich habe keinen Schlüssel, um dort oben reinzukommen. Ne? Nö. Vielleicht gibt es auf dieser Ebene nur begrenzt Schlüssel. Oder auch nicht. So, verbrennt mal schön alle da. Ich sag währenddessen das Gold hier ein. So. Und töte euch.
Hey, Mana, sehr schön. So, kommt alle her zum Sterben. Die kommen tatsächlich alle zum Sterben. Ja, nicht hinter mich. Hinter mir kann ich nicht rumhauen. Okay, rumkreisen. Einmal durchkreisen. Und eure Spawner töten. Ich hasse diese Eismagie. Die scheint irgendwie ein Schutzschild zu haben. Und ich kann durch sie nicht durchdashen. Au. Mana-Entzugsbanner, ich hasse es. Und weg mit dem Banner. Ich werf mal die Potion ein. So. Und mach den Spawner da auf Brummkreiselart kaputt. Halt mich von dem fern, solange er Funken sprüht. So. Du kannst mich mal mit deiner blöden Angstblase. Gut. Geld haben wir im Überfluss. Gibt es hier unten noch irgendwas? Ah, da ist ein Fitzelchen, wo wir noch nicht waren. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Okay. Mana einsacken und dann müssen wir hier lang weiter. So, hier durch. Wir hätten auch hier oben rum durch können. Egal. Schnappen wir uns schnell die Orange und dann geht's hier durch. Wieder durch so eine Stachelfalle. Aber dahinter ist ein Safe Point. Sehr gut. So. Safe Point. Wieder einmal durchrumkreiseln. Spawner töten. Ja, durch Spawner durchdashen und sie instant töten. Sehr gut. Hey, da kommen ja noch mehr. Ja, jetzt ist hier dicke Party. Ja, 62er Combo ist ja schon mal nicht schlecht. Also ich glaube, wenn man die 200er schaffen will, muss man einfach da nur in so einem Ding rumlaufen. Obwohl, da ist es ein bisschen unpassend, weil da der Killerturm in der Mitte ist. So. Weg mit euch. Dann gucken wir uns hier mal noch genauer um. Hier ist schon mal wieder eine Schatzkammer. Geld, 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 Geld. Und zwei von der Sorte. Anti-Mana-Banner. Komm, ich weiß doch, dass du Eis zaubern willst. Ah, ich bin genau reingedasht. In den Eiszauber. So, Spawner weg. Eismagier, der heilt sogar, wenn ich richtig gesehen habe. Weg. Geld. Schatzkammer mit viel Geld. So. Essen, essen. Und Geld. Wow, schon 16.000 Gold. Ja, es wird langsam immer mehr. Da oben will ich noch nicht lang. Da ist ein Safe Point. Also scheint es dort lang weiter zu gehen. Gucken wir uns lieber hier unten weiter um. Mana-Banner loswerden. Ich sag den Mana-Banner loswerden. So, dankeschön. War etwas knapp. So, komm her, du blöder Licht. Zum Glück liegt da eine Mana-Kugel, eine große.
Hier könnten wir nichts. Hier könnten wir absolut nichts. Außer ihr schießt mir den Rücken. Aber von vorne prallt alles von mir ab. Orange. Das Spiel ist ziemlich gesund. Nur Äpfel und Orangen und ab und zu mal ein Steak. So. Geld einsacken. 17.000. Also ja, ich glaube, wir können uns ziemlich viel Zeug leisten, bevor wir zum Boss kommen hier. Nur das ist mies. Au. Wow, das war nicht so gut. Wie mache ich das am besten jetzt? Oh, auf jeden Fall nicht so. Erstmal die Bogenschützen loswerden. Und dann brauche ich Timing hier. So. So viel zum Timing. Und ich hätte einfach die hier deaktivieren sollen. Okay. Ah, ich sehe schon, oder? Nö, du bist keine falsche Wand. Du siehst auch nicht aus wie eine falsche Wand. Mist, ich dachte, da wäre irgendwo jetzt hier eine falsche Wand. Aber nö. Na, blödes Banner. War Heiler. So. Und weg mit euch. Und Heilung. Und da ist ein... eine Passage zum Anfang zurück. Ja, super. Ich würde aber gerne in den Raum da drüben kommen. Da liegt nämlich auch noch jede Menge Gold rum. Und ja, ich werde langsam gierig, ich weiß. Aber vielleicht kommen wir von oben aus irgendwo ran. Wow, okay, Boss. Das ist nicht so schön. Boss und Spawner. Deswegen erstmal Spawner ausschalten. Bevor wir uns um den Boss da kümmern. Wow, der dreht sich. So. Autsch. Okay, ich weiß, warum hier ein Save-Point ist. Schon 20 Tode. Okay, wir werden langsam schlechter oder das Spiel wird schwieriger. Okay, hier stehen wir im toten Winkel. Den Spawner dringend ausschalten. Und aus seinem Schussbereich raus. So. Ja. Und wieder gestorben. Ganz toll. Ja, was ich sagen wollte, hier ist das Boss-Tor. Au. Ja, ich stehe ständig in seinen Angriffen drin. Das ist nicht so berauschend. Also ja, diese Bosse sind definitiv nicht Paladin-konform. Au. So, stirb einfach. So, genau. Vendor und Schatten. A secret passage has been revealed. Wo wohl? Oder wurde die Passage hier unten jetzt freigeschalten? Ich glaube aber nicht. Nein. Ah, aber ich sehe, was freigeschalten wurde. So, hier.
Game of Chance. Hm? Ich habe einen Heiltrank gewonnen. Nur ein Gegenstand diesmal. Hä? So, wo lang jetzt weiter? Hier teilt sich der Weg nämlich ziemlich stark. Okay, hier oben geht es schon mal nicht weiter. Da brauche ich einen Goldschlüssel, den ich nicht habe. Also gucken wir hier lang. Waffenschmied, Rüstungsschmied. In dieser Richtung. So. Dong, 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 dong. Und hier durch. So. Mana schnappen. Das war jetzt mal gut. Das hat gut getan nach den ganzen Toten. So. Einfach mal durch die Spawner durchdashen. Und die blöde Mana-Fahne ausschalten. Ah, da ist noch ein Spawner. Hm? Da war ein Spawner. So. Dong, dong. Hier könnten wir nichts. So. Hier ist auf jeden Fall ein Safe Point und eine Magma-Falle. Das sieht ja hier ganz nett aus. Dong, dong, dong. Ja, verbrennt alle an Lava. Ich will erstmal noch nicht da lang gucken. Ich gucke lieber mal auf der anderen Seite lang. Genau hier. So, erstmal die Spawner ausschalten. Silberschlüssel wird benötigt. Was ist das denn für einer? Ach, ein spawnender Gegner. Ein Gegner spawnender Gegner. So, hier gibt es noch mehr Spawner zum Ausschalten. Und ich habe so das Gefühl, hier ist der Weg weiter. Da ist ein Stachelding. So, einfach einmal killen. Ach ne, so eine blöde, wieder so eine blöde Kampffahne. Die lassen die ziemlich oft fallen, diese gut gepanzerten Skelette. Hä? Okay, dann glaube ich, gucke ich doch lieber erstmal auf der anderen Seite durch die Lavafalle durch, wenn es hier weitergeht. So, hier vorbei. Weil hier braucht man auf jeden Fall sehr viele Silberschlüssel. Und okay, da oben sehe ich einen Silberschlüssel. Aber ja. Hm, obwohl an der Lavafalle könnte es auch weit. Hinter der Lavafalle könnte es da oben weitergehen. Ach, gucken wir einfach mal, wo wir landen. Aber immer erstmal eine Richtung auf einmal. So. Au, das war eine Falle. Da lang geht's weiter. Da lang geht's weiter. Ah. Aua, aua, aua. Das ist nicht so schön. Da geht's nicht lang. Au. Ah, uah. Krampf. Weißt du was? So. Wir sind durch. Alles andere ist mir egal, wir sind durch.